Wie gehe ich am besten mit Liebeskummer um? Vielleicht kennst du Liebeskummer oder du hast sogar Freunde und Bekannte, die gerade sehr doll unter Liebeskummer leiden. Dann bleib jetzt dran. Wir sind Christina und Walter und gemeinsam bilden wir die Creator Coaches aus. Und wir haben heute ein paar gute Tipps für dich, wie du mit Liebeskummer umgehen kannst oder wie du Menschen unterstützen kannst, die gerade ganz arg Liebeskummer haben. Und wir kennen, glaube ich, alle diese Phase. Eine Liebe ist kaputt gegangen oder sie ist erst gar nicht entstanden, weil er oder sie sich für jemand anderes entschieden hat. Und es tut weh und wir können letztendlich eigentlich gar nichts anderes mehr machen, als uns nur noch darauf zu fokussieren, was macht sie, was macht er, wo ist sie, wo ist er, hat er womöglich angerufen. Man ist also in so einem Ausnahmezustand. Und wie gehe ich damit um, wie komme ich da wieder raus? Genau darum soll es gehen, weil ich glaube, dieser Zustand ist wirklich anstrengend. Zumindest war es bei mir so. Ja, und ich kenne das. Ich habe dann manchmal sogar das Gefühl gehabt, ich werde es nicht überleben. Ich kann es nicht überleben ohne diesen Menschen. Ich muss den zurückhaben. Und ich habe mich damit wirklich fertig gemacht. Und das viele, viele Jahre immer mal wieder. Und ich kenne Freundinnen, die das immer noch tun. Also die einfach da nicht rauskommen und immer wieder gucken auf seinem Instagram-Profil, bei Facebook, was macht er gerade, wo ist er gerade? Und das ist im Grunde wirklich selbst zugefügtes Leid. Und wir wollen dir heute ein paar Tipps an die Hand geben, womit du wirklich mehr und mehr loslassen kannst. Weil eine Frage darfst du dir wirklich ab jetzt gerne mal stellen. War die Beziehung wirklich so rosig, wie du sie jetzt im Nachhinein betrachtest? Also ist es wirklich alles so toll gewesen? Oder willst du vielleicht, so wie ihr miteinander gewesen seid in der letzten Zeit, eigentlich gar nicht mehr diese Beziehung fortführen? Denn wir tendieren alle dazu, wenn wir zurückblicken, das Ganze irgendwie zu verschönern und rosig und blumig zu malen. Und tatsächlich ist die Frage wirklich für dich, die allererste Frage, der allererste Tipp. Prüfe, ob du das wirklich tatsächlich noch so willst, wie es war. Denn es gibt meistens Gründe für die Trennung. Und die wollen wir dir nochmal in Erinnerung rufen. Und jetzt sagst du, ja, ich möchte, dass er wieder, dass sie wiederkommt. Und genau dieses Ich will, ich brauche dich hat was Ziehendes. Und das ist Tipp Nummer 2. Wenn du weiterziehst von jemand, der sich gerade abgewendet hat, dann ist die Garantie da, dass er sich noch weiter abwendet. Ich will es dir einfach nochmal zeigen, wenn ich an Christina anfange zu ziehen und sage, aber ich möchte doch, ich brauche dich doch, bitte komm zu mir. Was passiert? Es entsteht automatisch eine Gegenbewegung. Das heißt, wenn du tatsächlich noch eine Chance wahren willst, wobei das ist schon wieder eine ganz gefährliche Formulierung, aber wenn du, ich sag mal, den Ausgang offen halten willst, dann heißt es loslassen. Und ich weiß, das ist vielleicht das Schwierigste überhaupt, bei Liebeskummer loszulassen. Das Wichtige ist, dass du ihm oder ihr nicht folgst weiterhin auf Instagram, dass du dich nicht quälst über die Monate, Wochen, Monate, Jahre vielleicht und immer wieder das vor Augen geführt kriegst, was du ja nicht sehen willst und was dir so wehtut. Daher das Erste ist, mach einen Cut. Und dieser Cut ist nicht für immer. Aber dieser Cut ist wichtig für dich, dass du wieder bei dir ankommst. Weil in diesem Moment, wo du so bei ihr oder ihm bist und ich sehnst und guckst, was macht er, bist du nicht mehr bei dir. Und es geht darum, bei dir anzukommen. Weil ein Grund vielleicht, dass dein Partner sich abgewendet hat oder eine Beziehung erst gar nicht zustande gekommen ist, dass du gar nicht bei dir zu Hause warst, dass du irgendeine Rolle gespielt hast, dass du nicht authentisch warst, dass du nicht zu dir gestanden hast und letztendlich nicht zu Hause warst. Und ich glaube, das ist Tipp Nummer 2, ganz, ganz wichtig, mach einen Cut. Tipp Nummer 3, schreib dir alles mal auf, was nicht so cool war. Also wo du selber auch merkst, okay, da habe ich mich vielleicht wirklich verlassen, da bin ich Kompromisse eingegangen, die ich niemals eingegangen wäre normalerweise. Da habe ich mich vielleicht auch vernachlässigt, da bin ich viel zu sehr bei ihm oder ihr gewesen. Schreib dir das alles mal ganz ehrlich auch auf. Auch diese ganzen Dinge, die du nicht so gerne mochtest an deinem Gegenüber, an deinem Partner, schreib auch diese auf. Und dann schau ganz aktiv, dass du dich ablenkst. Und das ist jetzt für alle, die uns schon kennen, ziemlich ungewöhnlich, dass wir sagen, lenke dich ab. Aber damit meinen wir, such dir neue Beschäftigungen. Wenn du das Gefühl hast, ich kann ihn auf keinen Fall loslassen oder sie, dann such dir jetzt Beschäftigungen. Schöne Dinge, mit denen du deinen Tag füllen kannst und auch dein Wochenende. Vielleicht
suchst du ein neues Hobby für dich mal raus und machst einen Tanzkurs oder traust dich auch wirklich wieder unter Leute zu gehen und all die Dinge zu machen, die du vielleicht schon länger vernachlässigt hast. Das kann wirklich helfen, um ihn oder sie mal für einen Moment zu vergessen. Und darum geht es jetzt. Es geht darum, dass du dein Leben neu anreicherst und neu füllst mit positiven, guten Dingen. Und du darfst dir dafür natürlich auch Zeit lassen, denn alles hat so seine Phasen. Es braucht eine Trauerphase, es braucht dann auch eine Wutphase und dann kommt die Loslassphase. Und die darfst du jetzt so bewusst wie möglich erleben. Aber du darfst es dir auch erlauben, dass es jetzt auch mal blöd sein darf und dass du traurig bist und dass du dann aber wieder neuen Mut fasst und dir schöne Beschäftigungen suchst, damit dir nicht immer und immer wieder die Decke auf den Kopf fällt. Und wir als Coaches würden dich natürlich fragen, wenn du bei uns in der Sitzung wärst, welche Muster haben sich gezeigt in dieser Beziehung? Und diese Beziehungsmuster können sehr, sehr unterschiedlich sein und höchstwahrscheinlich sind es Muster, die du schon kennst und die du nicht nur in dieser Beziehung, sondern auch in den vorherigen bei dir wiedergefunden hast. Und ja, wir reden über dich, nicht über deinen Partner oder deine Partnerin. Es geht um deine Muster. Das könnte sein, was ich gerade gezeigt habe, dass du ziehst oder dass du eben vielleicht genau das Gegenteil machst, dass du Energie aus der Beziehung herausziehst und sonst wohin gibst, dass du dich nicht richtig einlässt, dass du dieses Nähe-Distanz-Thema die ganze Zeit spielst, einfach um nicht wieder wirklich verletzt zu werden. Und dann passiert es doch. Das heißt also, wir dürfen herausfinden, welche Beziehungsmuster hast du? Ganz eindeutige, immer sich wiederholende Beziehungsmuster. Und da sind wir bei jedem Klienten bisher fündig geworden, weil wir haben alle eine Art in der Welt zu sein. Wir sind nicht in der einen Beziehung so, in der nächsten so. Nein, wir haben unsere Sicherheitsmechanismen, um nicht verletzt zu werden. Und genau da geht der Weg lang, das zu überprüfen, ob du diese Sicherheitsmechanismen auch in der nächsten Beziehung wirklich brauchst. Oder ob du bereit bist, einmal du selbst zu sein. Wirklich dein Muster hinter dir lassen und nach vorne offen zu sein für den nächsten Mann, für die nächste Frau. Und da kommen wir zum letzten Tipp. Schau doch für dich mal wirklich gut, wie du Beziehungen leben möchtest. Also wenn jetzt so eine Fee vorbeikäme und die würde sagen, alles ist möglich, außer dass du deinen Ex-Partner jetzt wieder zurückbekommst. Aber du darfst dir jetzt genau deine Wunschpartnerschaft kreieren. Und die wird dann auch kommen. Dann schreib gerne mal auf für dich oder mach es dir zumindest bewusst, welche Eigenschaften und Attribute möchtest du ab jetzt in Partnerschaft leben. Wenn du für dich jetzt erkannt hast, durch unseren kurzen Take hier mit dir gemeinsam, dann du hast gemerkt, okay, ja, da war tatsächlich eine Phase, wo ich mich verlassen habe und da war eine Phase, wo ich versucht habe, alles recht zu machen und wo ich auch schon gemerkt habe, die Beziehung ist nicht mehr so cool, aber ich habe dran festgehalten und eigentlich war ich nicht ganz ehrlich, weder zu ihm oder ihr oder zu mir. Und du merkst jetzt, du willst es anders haben, dann schreib das auf. Ich möchte ehrlich sein, auf Augenhöhe. Ich möchte gemeinsam was kreieren. Ich möchte mich entwickeln mit meinem Partner. Ich möchte, dass mir zugehört wird und dass ich auch ihm wirklich interessiert zuhöre. Schreib all diese Attribute auf und du wirst sehen, dass du dich allein dadurch schon in einer anderen Stimmung befindest. Du befindest dich in deiner Vision und da darf es lang gehen. Zum Thema Vision werden wir sicher auch noch mal was machen. Das aber jetzt erstmal von uns soweit für heute. Wir freuen uns natürlich auf deine Tipps. Was hast du für Tipps im Thema Liebeskummer? Was hast du gemacht, was dir geholfen hat? Teil das mit uns, teil das mit unserer Community, damit es uns allen weiterhilft. Und da kommen bestimmt noch ganz, ganz tolle Tipps, weil das sind ja nur 5. Ich glaube, wir könnten endlos so weitermachen. Und wenn du dich auch für das Thema Coaching interessierst, dann wären wir froh, wenn du einmal nach einem Geschenk schaust. Nämlich genau hier in der Beschreibung des Videos haben wir ein Geschenk für dich versteckt. Und wenn dich das interessiert, dann schau mal drauf. Klick drauf und wir freuen uns sehr, wenn wir dich im nächsten Video wiedersehen und wünschen dir jetzt viel Spaß mit deinem Geschenk. Tschüss.